Hallo. Guten Abend. Hallo, Ordi. Hallo. Na? Wie geht's? Support-Webseiten, hurra! Benutzen Sie doch unser Forum. Und haben Sie schon mal in unser Forum gesehen? Sie können Ihre Anfrage auch erstmal im Forum stellen, bevor Sie den Support kontaktieren. Ja, ich kenn's. Geh so weit und selbst. Joa. Und läuft. Ich hätte wirklich gern die Charaktererstellung beendet. Meinst du von 7 Days oder von was? Aber immerhin ist der Laptop nicht ganz hinüber. Okay. Was hast du gemacht? Oder hast du überhaupt irgendwas gemacht? Oder eine Dockingstation funktioniert da nur. Off Life and Land. Warten. Ich will die ganze Zeit an Diplomacy is not an option denken, weil es ja auch ansteht und Laune macht. Jetzt kommen gerade zwei Musiken gleichzeitig. Ich habe 7 Days gestartet. Okay. Ach, da fällt mir ein, ich wollte Patty noch was schicken. Weißt du was, ich... Kingdom Hearts Spiel habe ich jetzt so lange schon nicht mehr gespielt. Ich kann ja vielleicht mal die Quelle umbenennen und ändern, statt immer dasselbe Wechselspielbild als Spielbild zu nehmen. Off Life and Land. Wann habe ich denn zuletzt Kingdom Hearts gespielt und wie lange ist das schon gleich bei mir? Wie lange habe ich vor, das nochmal wieder zu spielen? Warte mal. Also, Buche, zuletzt März 23. Ja. Anderthalb Jahre später kann man mal sicher das umstellen. Oh, hier habt ihr Bild. Ja. Starten bitte. Und war dabei, einen Charakter zu erstellen. Mal kurz schauen, wo... Ich weiß nicht mehr so ganz, wo ich stehen geblieben bin. Aber ich meine, einerseits wollte ich, glaube ich, hier einfach mehr Häuser bauen, also mehr Leute ranholen, die ich dann wieder für eine Expedition ausbaue. Oh, der Hafen ist fertig. Kann an dem Hafen gar nichts machen. Wofür ist denn der Hafen da? Güter aus dem ganzen Reich zu handeln.
Okay. Ja, ich weiß auch. Für die nächste Expedition wollte ich. Hier kriege ich ja Zinn. Und hier kriege ich Eisen. Das heißt, ich wollte Kupfer. Kupfer oder Blei haben? Ja, Kupfer. Eisen habe ich jetzt. Ich glaube, ich wollte dann hier hin, ne? Ja, genau, ich erinnere mich. Hier drüben war so ein bisschen was an anbaubarem Gebiet. Kann man vielleicht hier bauen und sagen, man macht hier eine Farm und hier eine Farm oder so? Das wäre doch was. Und hier drüben. Farm mit wenig Leuten. Aber ich meine, so war da was. Ich nur, warum ist hier. Ach, die Kakteen gelten als. Ah, die bieten auch noch Gemüse. Okay, gut zu wissen. Na gut, dann geht es erstmal wieder hier hin. Also hier möchte ich neue Leute haben. Gleichzeitig habe ich hier noch eine Kleinhütte, die kann ich erstmal ausbauen. Kann ich erstmal abreißen, ich habe ja freie Betten. Residenz habe ich schon. Große Hütten. Vielleicht kann ich nicht konservieren. Ja, noch mehr Bretter? Bretter habe ich nicht so viel. Ich könnte mal. Ach, die Sägemühle habe ich ja schon. Aber ich kriege trotzdem nicht genug Bretter. Hier mal jemanden anheuern. Arbeit. Die Mantua hat nicht mal Zeit für die Bäckerei. Ne? Wie arbeiten denn mein Marktplatz? Ach, da kann ich doch eine Person rausholen. Ja, Wali. Dann immer mit ins Sägewerk. Aber mit Eisenwerkzeug hatte ich noch nicht, ne? Das. Doch. Stimmt, das hole ich ja jetzt. Ja, richtig, richtig. Ich habe noch keine groben Tücher. Ich noch. Ich habe noch keine Weberei gebaut. Doch. Okay. Ich habe letztes Mal echt viel gemacht, das weiß ich noch, weil ich ja das Eisen jetzt zur Verfügung habe, um halt diese Sachen überhaupt erst zu bauen. Aber wir haben keine Wolle.
Wenn ich die irgendwie transferieren könnte, dass die eine andere Unterkunft bekommen. Na gut. Aber mehr Wolle wäre dann trotzdem ganz gut. Also baue ich doch mal. Doch, bauen wir ruhig einen großen Stall. Hier oben hin. Genug Gemüse ist hier. Baue ich nochmal ein paar Gemüsebeete an, dann haben die ja auch gleich was zu futtern. Erledigt. Also was, ich baue hier auch noch ein paar Deko-Objekte hin. Ach, ich hab's nicht resettet. Stimmt. Ah. Okay, gut. Doof. Okay, nochmal die Seiten direkte entfernen. Die hätte ich gerne hier. Okay. Warum sieht die jetzt wieder wie die kleine Laterne aus? Ach, die gibt's in zwei Varianten. Direkt zur Auswahl. Mal gucken. Ich kann auf jeden Fall mal die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Dann geht's auch voran.
Ja, das dauert noch einen Moment. Ach, hier habe ich schon einen Stall mit Wolle. Oh. Einmal darüber nachdenken, was man schon hat. Dann hätte ich einfach nur merken können. Na gut, dann schauen wir nochmal. Weinkeller habe ich schon gebaut. Zwiebelbräuni. Was? Geil, weil ich um diese Zeit natürlich weder selbst telefonieren kann, noch um Rückruf bitten. Dachte ich, ich frage mal den Assistenten. Vielleicht hat der eine Kontakt-E-Mail oder so für mich. Meine Kontaktaufnahme, fragen Sie doch mal den Kontakt. Jetzt bin ich wieder auf der Startseite von HP. ja. Glas. Habe ich Glas herstellen lassen? Oder für Kohle? Und Blei? Ja, nee, dann noch nicht. Auch ein Bienenstock könnte helfen. Verarbeitung. Fleischerei habe ich ja. Der Eisenschmiede ist drüben. Molkerei haben wir hier. Sägemühle haben wir. Kohlemeiler. Den haben wir hier nicht. Weil ich habe hier auch kein Blei. Wassermühle. Ich habe eine Windmühle. Die feinste Schneiderei, habe ich die schon? Schneiderei. Hat die Leute schon wirklich schon auf Residenz noch mehr? Hier ist eine feinste Schneiderei. Und eine Weberei haben wir auch. Also hier sind wir auch durch. Kloster hatten wir. Nö, hier. Ne, ist eine Kirche. Kein Kloster. Stimmt, das hatte ich in den Bergen gebaut. Ich glaube, die Statue ist einfach nur Deko-Objekt. Wenn ich ihm erstmal nicht ausgeben. Babichiro, hier haben wir. Eine Schatzkammer gibt es nicht. Residenzen bin ich am Bauen, eine Apotheke, dafür brauche ich Fenster, die ich noch nicht habe. Restaurant. Ist das hier. Hören des jungen König Oskars, eine Kathedrale sollen wir bauen. So weit bin ich definitiv noch nicht und so viele Ressourcen habe ich auch noch nicht. Nö, ja, das war es mehr oder weniger schon. Dass es halt kein Lagerhaus gibt, finde ich doof. Schlicht und ergreifend. Hat sie geklaut von einfacher Stall. Aber der Stall ist hier schon mal gebaut und es sind Schafe drin. Da sollen rein. Das ist genau richtig. Oh, offene Stellen. Ich brauche wirklich neue Leute.
Dann bauen wir doch mal noch mal weiter Residenzen. Hier mitten rein. Warum nicht? Überhaupt nicht die Ressourcen dafür, aber hey. Geben wir da ein bisschen Zeit. In dieser Zeit kann ich da mal ins Gebirge schauen. Hier sind ja die beiden Produktionsstätten mit Wasser, Weberei und Wassermühle, Bäckerei, große Hütte. Und die laufen auch, die werden betrieben. Nahrung ist so ein... naja. Aber ich habe hier zwei Bauernhöfe. Sägemühle. Ich ist das hier schon für das, was ich hier halt so haben kann, gut ausgebaut. Ich kann den sonntags auch mal freigeben. Zum Rathaus ausbauen. Oh klar, warum nicht? Hey. Jährliche Kosten fürs Rathaus. Erweitert das Gebäude um neue Räume, verbesserte Materialien und Möbel. Damit können komplexere Projekte in Angriff genommen werden. Die da wären? Ich glaube, das hier war eben noch nicht da, ne? Einstufung. Die meisten hier sind auf Stufe 4. Ja. Was brauchen die denn, um die nächsthöhere Stufe zu erreichen? Oh. Ja, ein paar Forellen. Schmuck. Wir brauchen Schmuck. Und offenbar eine Kirche. Dann bauen wir mal eine Kirche. Auch hier oben zum Kloster hin. Markt mit ein bisschen Platz. Kann man hier vielleicht nochmal einen Kehrplatz bauen und einen Brunnen. Bei Wasser habe ich mehr als genug. Haben die hier schon ein Waschhaus? Ja, ne? Ja, haben sie. Ein Hafen. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt so einen großen Hafen hier mitten in dem Bereich hier bauen will. Eigentlich würde ich das lieber da machen, wo kein, also wo Stein direkt an so einem Wasser dran ist. Das wird's bringen. Ne, ich schätze mal, es wird dann eher hier sein. Nein, hier ist keine gerade genug Küste. Kommt es ja tatsächlich hier hin. Gut, okay. Über Sinn und Unsinn sprechen wir mal nicht. Ironischerweise, dafür, dass es ein Handelsgebäude ist, muss es keinen Weg haben, der quasi aus der Karte rausführt. Und wenn da Flüsse zwischen sind, hey. Geht halt alles nicht hier. Also bin ich wirklich auf diesen Platz hier angewiesen? Oder halt eben direkt auch dann hier, aber das ist dann... Ich will halt kein fruchtbares Gelände verlieren. Andererseits, das hier unten kann ich kaum nutzen. Ah gut, bauen wir es hier. Oh, die sind ja zügig dabei. Oh. Bronzeteile, ja, die muss ich halt hierher handeln.
240 Bretter. Oh. Kann ich vielleicht einmal. Hab ja auch noch kaum Bretter. Aber drei Kohle meine. Das war wird an, weil Ton haben wir auch so wenig. Also ehrlich, ich hätte echt gern ein Lagerhaus hier. Ich kann mal überlegen, ob ich hier mal. Forum? Gibt's hier nicht Workshop? Botschaft, Notizen, Uhr, Guides, Diskussionen? Suchen wir doch mal nach Warehouse. Building a gatherer shack or farm essentially creates a warehouse for the type research it stores. Ja. Endgame Cities brauchen die Hälfte der Map. Okay. Also von einem Drittel bis Hälfte der Karte bin ich noch weit entfernt. Dafür entwickle ich meine Leute erstaunlich gut. Moin Chaos. Ich hab's nicht zurückgesetzt. Man hat noch welche gekriegt. Wo ist das nochmal zurückzusetzen jetzt? Fische hier. Die kriegen irgendwie fehlerweise alle Durst hier. Weil sie hier über einem Block sind, über einer Struktur. Aber den Rest muss ich per Handel und so hierher bringen. Dann würde ich doch mal hier drüben nochmal versuchen, mehr Holz zu produzieren. Also ich meine, wir haben ein Sägewerk und Chaos ist da auch drin, aber irgendwie funktioniert, also die, weiß nicht, die Produktion ist irgendwie. Weißt du?
Genug Holz hätten wir. Hallo, ich bin's Chaos, der Sägewerkarbeiter. Der Sägewerkarbeiter, kann ich die Sägemühle umbenennen? Sägewerk, Bad Sägewerk. Ach, hier habe ich ja auch schon eine Försterei gebaut. Wilhelm und Wayne. Sammelgeschwindigkeit. Eisenwerkzeug habe ich ja jetzt. Tragekapazität ist sinnvoll. Brauche echt mehr Verarbeitung hier für auch für Möbel. Weil auch da kriege ich super wenig, weil ich wenig Bretter habe. Okay. Frage ich mich aber tatsächlich, warum das hier so langsam ist. Aus was tust du denn da? Könnt ihr oben direkt noch so ein Sägewerk hinbauen. Alles zersägen. Ich meine, ich könnte hier oben ja auch einfach quasi hier so beschließen, eine neue Siedlung zu bauen. Oh, du hast den mächtigen Baum gefunden. Also, ich soll den einfach nur anklicken. Du hast den mächtigen Baum gefunden. Deine Beschreibung zufolge handelt es sich um eine Steineiche. Ich werde mich umhören, Informationen dazu zusammentragen und mich bei dir melden, sobald ich etwas herausgefunden habe. Oh, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelesen, oder? Mit dem Kathedrale bauen? Das war hier nur plötzlich aufgetaucht. Im Namen des Königreichs und meines Cousins Prinz Oskar möchte ich mich bei dir bedanken. Ohne deine Unterstützung wäre die Herrschaft wahrscheinlich an das Haus Botan gefallen. Ich bin mir äußerst sicher, dass Botan etwas mit den Anschlägen zu tun hatte, doch wir konnten keine handfesten Beweise finden. Entschuldigung. Oskar hat mich gebeten, dich mit einer wichtigen Aufgabe zu betreuen. Er möchte sich erkenntlich zeigen und wünscht, dass seine Krönung in der neuen Region Kerzhoven abgehalten wird. Bau dafür einen denkwürdigen Ort. Öffne das Baumenü unten in der Mitte und platziere die gewünschte Konstruktion an einem geeigneten Ort. Es befindet sich unter Gemeinschaft. Da steht auch im Brief. Ich soll ins Baumenü klicken. Wer kennt es nicht? Chaos, geh doch mal zum Baumarkt und drücke auf das Baumenü. Und dann handle erstmal ein bisschen Holz. Dann nimm es in dein Inventar mit und, ja, weißt du Bescheid. Der Weberei ist ja auch eher mau, wenn wir keine Wolle haben. Schafe. Ich gebe einfach mal alles drauf. Wir haben zwar nicht die Ressourcen dafür, aber naja. So, wenn ich hier oben einen neuen Siedlungsteil bauen wollte, bräuchte ich im Grunde genommen all das hier unten nochmal. Ich kann jetzt zumindest mal den Weg hier erweitern. Drüben geht es noch weiter rauf und hier.
Ich baue mal Wege und Straßen. Auf welcher Stufe sind denn meine Leute hier? Größtenteils Stufe 6. Noch Stufe 2? Ach, das sind die ganzen Neu... Was? Murderous Diözese? Das ist doch... Twitch. Toll, da werden selbst die Bots mitgenommen. Kinder sind das Problem. Die sind nur bei Stufe 2. Ich möchte einen Arbeitsplatz haben, also. Hat Arbeitsstellen. Alter. Ja, okay. Dann Stufe 3. Nachwuchs, Alter und Paarungszeit. Der Rest ist eigentlich schon quasi alles da. Ja, Zinn kriegen wir. Ich glaube, ich brauche daraus auch mal Steinstraßen, dass sie hier auf dem langen Weg schneller sind. So war das nicht gedacht. Moment, das weg. Dann sollen sie erstmal Straßen bauen. Ach ja, und eine neue Residenz haben wir. Kann ich dann. Haben wir noch einfache, also kleine Hütten? Warte mal, ich bin mal zu faul nachzuschauen. Gebäude, Häuser. Okay, wir haben nur noch große Hütten. Aber hier sind nur 4 Leute drin, hier sind 6 Leute drin. Hier. Okay. Was? Minus 1? So sollte die hier aber schnell fertig werden. Okay, eine so eine Steinarbeit haben wir schon mal wieder. Ja. Okay, es wird bald fertig. Minus 1. Kann ja schon mal die nächste Residenz in Auftrag geben. In der Orientierung oder in der Orientierung? Eigentlich ja am liebsten in der. Wir finden ja noch die beiden Statuen. Guten Abend, Buddy. Wickelt Troll. Ach, ja. Danke, Buddy. Und dass es bei mir im Chat gar nicht angezeigt wurde. Danke, Buddy.
Wie ist es mit den Steinstatuen hier? Ich brauche Steinstatuen. Gib mir Steinstatuen. Ja. Steinarbeit. Die Leute sind unglücklich. Warum? Soll ich was anderes trinken als Wasser? Waschen? Möchte nicht dreckig sein. Ihr habt doch ein Waschhaus hier. Auch mehr Leute. Seht zu, dass das nächste Gebäude gebaut wird hier. Einer von denen jetzt die ganze Zeit obdachlos, oder? Bin schon älter. 42. Also Leute. Bin schon älter. Luca. Ein repräsentatives Zuhause. Residenz, ja. Na gut, jetzt haben sie ja alle wieder Häuser. Dann hole ich mal neue Leute ran. Ich habe gerade Jason Momoa gelesen, weil der Name ist so ähnlich geschrieben. Klang. Schauspieler von Ronan aus Stargate Atlantis. Ach komm. Batman und Ronan. Was? Eine Arbeitslose. Langsam kriege ich wieder ein paar Bretter. Das ist ja schon mal etwas. Dafür geht uns das Holz zur Neige. Andererseits, ich baue auch reichlich. Was ist eigentlich mit dem Bereich hier zwischen? Ich baue ja hier hinten einen Förster. Ich baue hier Nahrung. Hier sind so viele Fische drin. Vielleicht kann ich ja, wenn ich die Wege hier weiter ausgebaut habe, die Stadt hier in dem Bereich erweitern. Dann könnte ich hier noch einen theoretischen Förster, praktischen Bauernhof hinbauen. Was? Nicht genug Wasser? Nee, Wasser. Hm. Ist denn hier so wenig Wasser? Hier ist es aber auch weniger geworden. Eigentlich stand das ja alles mal gefühlt unter Wasser. Das war richtig blau alles hier. Und jetzt? Hm. Stauwehr. Stauwehr.
Also hier ist ein See, hier sind reichlich Flüsse und Bäche und... Aber trotzdem ist es so trocken hier. Wir kriegen ein paar Schafe hier. Damit tatsächlich auch wieder Wolle. Mit mehr Wolle können wir wieder mehr grobe Tücher schneidern. Wenn der Weg hier fertig ist, geht das tatsächlich auch nochmal hier oben. Das habe ich ja schon gebaut. Ich habe den Laptop repariert. Hier, Discord. Jetzt hier ein Magneten über dem Power-Button oder 12 or Delete Key somewhere there that will trick the laptop out of sleep closing lid mode. There's a connector that you can disconnect the ribbon cable. And that will fix the problem, but closing the lid won't sleep the device anymore, like mentioned. Must be sure to lift up the black hinge first before disconnecting the ribbon cable. Faszinierend. Na gut. Fehler gelöst, Problem behoben. Ich habe wieder neue Leute, die ich einstellen kann. Tangor-Frogenhall. Okay. Gebäude? Nee, Arbeit. Oh, alle, die erstmal 13 Arbeit, 3 Arbeitsstätten haben hier, die werden rausgeschmissen aus ihren jeweiligen Arbeitsplätzen. Dann schauen wir mal,
Haben wir jetzt noch Gebäude ohne Arbeit? Hier, Bienenstock. Was ist mit den Bienen? Eib. Sieht soweit erstmal okay aus. So. Jetzt haben wir fast 100 Leute. Nett. Nur aufpassen, dass das mit der Nahrung klappt. Und im Grunde genommen, wenn ich eine Expedition starten wollte. Wieso wird das Gemüse hier eigentlich schon wieder so? Warum ist das so wenig? Ne, Gras. Getreide, Früchte, Gemüse. Ja, seid ihr auch schon richtig in der Reihenfolge. Ja, die müssen erstmal Straßen bauen. Kann ich nochmal schauen, wie viel Stein habe ich jetzt hier aktuell so? Ein Steinblöcke? Ich habe keine Steinblöcke? Warum habe ich keine Steinblöcke? Ist der Verbrauch so hoch? Muss ja wohl offenbar. Oh, dann baue ich halt noch einen Steinmetzwerkstatt. Noch ein Steinmetzwerkstatt. Ja, da wo, glaube ich, mal Erde tatsächlich ist. Nee. Hier sind so viele Steinminen. Allein hier. Ich den Steinbruch hier nutzen könnte. Was eigentlich nur hiermit geht. Na gut. Vielleicht noch eine große Hütte. Da kostet mich dann wieder sämtlichen Stein, den ich gerade habe. Und Holz. Body hat seinen HP ein paar Heilpunkte gekriegt. Er hat einen Heiltrank drüber gekippt. Ja, deswegen funktioniert er wieder. Bring mich wieder auf die Idee. Ich habe seit Ewigkeiten Grandia, in meiner Wunschliste. Ich habe noch so viele andere Spiele. Wo es größtenteils Feuerspiele sind, die ich dann mal wieder anfangen muss. Goldrush. Oh, und 10.000 Gold. Hey. Das steht, Stand Art hier. Also der Wald wird hier echt gut geerntet. Ich habe wenig Möglichkeiten, hier noch viel mehr Holz anzupflanzen.
Auf dem Steinboden wächst ja eigentlich gar nichts, oder? Kannst mal probieren, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren will. Einen ungünstigen Boden. Mhm. Aber tatsächlich genug Wasser? Wächst langsam, naja. Immerhin. Fun Fact: Biologisch gesehen gelten Palmen nicht als Bäume, da sie kein sekundäres Wachstum haben. Okay. Net to know. Gerade um überlegen, ob ich den Weg irgendwie besser rumführen kann, dass ich hier noch mehr Beete hinstellen kann. Dass ich das Waschhausen wie eigentlich hier meinetwegen hier baue und dann den Weg hier oben rum. Ich fürchte, einfach versetzen kann ich die Gebäude nicht. Ohne Stein wird das nichts. Mein Steinmetz ist schon mal aktiv. Hier Verarbeitungsgeschwindigkeit, Bronzewerkzeug. Wolle ist schwierig. Eisenwerkzeug ist gut. Bretter, Stoff, grobe Tücher, funktioniert. Na gut, dann schauen wir wieder rüber. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus, was Nahrung angeht. Hier ist eine große Lücke. Oh, guck mal, Nin. Nin spielt auch mit. Mit 14. ...16, 17, 18, 19... ...und dann werden sie plötzlich knapp 20, 30. Dann gibt es nochmal... einen guten Sprung von 5 Jahren. Silvia, 46. Ich bin schon älter. Gut. Bronzeschmuck. Ich habe keinen Bronzeschmuck. Es ist auch schwierig, Bronze herzustellen, weil ich habe halt nichts. Ich brauche halt viel mehr Kupfer als Zinn dafür. Kupfer gibt's halt hier. Ja, da muss ich eine Expedition machen.
Frage ist, mit welchen Leuten gehe ich darüber? Vor allem arbeitskräftemäßig. Dass ich ein paar Leute habe, die mal eben keinen Auftrag haben. Ich glaube, die in den Bauernhöfen arbeiten, kann man auch am ehesten ersetzen. Und vielleicht im Erdkeller. Dann. Ja, einfacher Stall raus. Erdkeller. Försterei. Kirara kommt mit drüber. Beim letzten Mal gab es hier keine Arbeit. Das ist okay, dann schmeiße ich auch mal raus. Einfacher Steinmetz. Buddy kommt auch mit auf die neue Karte. Na, jetzt habe ich 10 Leute, die nicht arbeiten. Was ist? Sägeplatz. Oh, ich habe auch einen Sägeplatz. Nee. Kommt auch raus. Stimmt, das ist ja noch hier. Nee, das kann ja weg. Ich habe ja jetzt Sägewerk dafür. Okay, dann habe ich jetzt 11 Leute, die auf Expedition gehen. Und zwar nach Losdorf. Transfer Axtralia nach Losdorf. Kann ich irgendwie nach Arbeitslast. Oh. Buddy, Uli, Idi, Kirara, Ida, Beat, Georgia, Benedikt, Iris. Also, warte mal, die sind, etwas zu jung. Warte mal, ich muss nochmal. Ich muss auch auf die Zahl davor achten. Passt. So. Dann aber nicht die Kinder, sondern hier. So, das müsste es passen. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passt. Dann brauchen die Rohstoffe da drüben, also vor allem Nahrung. Fleisch, Früchte, ne, rohes Fleisch vielleicht nicht. Ein paar Pilze sind auch nicht schlecht. Brote, wobei ich da selber nicht so viele habe. Gemüse ist wichtig. Käse können sie haben. Was hier von... So, dann haben sie erstmal genug Nahrung. Dann Wasser. 100. Milch. 200. So. Äste 200. Rohes Holz. 150. Ich gebe ein bisschen Wolle und Leder mit. Stein ist wichtig. Oder. Ja. Wir müssen ein bisschen was bauen da drüben. Bronzeteile 10. Eisenteil 10. Feuerholz 100. Bretter 2. Mhm. Steinblöcke 40. Möbel alle 4. Wohnwaren 20. Dann grobe Tücher habe ich nicht so wirklich, aber einfache Bekleidung 10. Praktische Bekleidung 5. Bronzewerkzeug 10. Eisenwerkzeug 5. So, damit habe ich alles, was ich irgendwie bieten kann, nach Losdorf hinzufügen. Das wird jetzt eine Aktion. Ach stimmt, ich kann hier die Leute ja direkt nachholen. Warte mal.
Dann, Beowulf. Anders Elf? Oh, auf jeden Fall haben sie wieder einen ohne Arbeit. Dann geht's rüber nach Lostorf. So, wo stehen sie erstmal? Kartenübergänge? Kartenübergang. War einmal hier oben. Führt nach Zwim. Zwim. Weg führt in Sackgasse. Weg führt in Sackgasse. Weg führt nach die Hochebenen. Ich weiß gar nicht, über welchen Weg die dann kommen, ob über Zwin. Aber offenbar sind die Leute noch nicht da. Doch, sie sind schon da. Wo seid ihr denn? Überhitzt. Warum sind die hier oben? Ich will nämlich wissen, wo meine Sachen stehen. Hier steht irgendwie keine Kiste. Wo steht die Kiste mit Materialien, die hier ankommen sollte? Ich meine, so oder so, ich muss die Leute hier zu dem fruchtbaren Gebiet rüberbringen. Und wenn das genau am anderen Ende der Karte ist, dann ist der Weg natürlich relativ weit. Na gut, hier rüber, dann hier runter. Na gut, dann bauen wir mal erstmal Unterkünfte brauchen sie auf jeden Fall und so einen Windturm. Okay, hier braucht man die Windtürme also. Okay, verstanden. Dann brauchen wir erstmal kleine Hütten, dass wir die überhaupt bauen können. Da passen 4 Personen rein. Da haben wir kleine Hütten, Feldwege. Bau erstmal einen einfachen Forstplatz. Netz. Wir haben ja kaum Stein. Das sind Steinbrüche. Der Platz wäre sehr sinnvoll. Vielleicht so gedreht, dass man da durchlaufen kann. Dann so ein Brunnen. Auch zwingend. Eingänge waren ja hier gegenüber, ne? Nachgucken. Ja.
Hier, Erdkeller für die Nahrung. Und dann erstmal auf jeden Fall Würnturm, hohe Prio. Ja. Hier, es wird gleich Herbst hier in der Region. Laufen sie zumindest schon mal alle rüber. Ich wüsste, ob es irgendwas gibt, was ich hier quasi gegen den gegenüber Hitz tun kann. Wir haben noch gar keine Rohstoffe hier. Ach, weil alles auf einmal geschickt wird. Oh. Dauert das noch einen Moment. Kann ich denen irgendwie Aufträge geben, dass die hier unten was machen sollen? Ja, wegen Forstplatz und Sägeplatz. Handdrehmühle und Backofen. Irgendwie was, dass die Aufträge hier unten haben, wo es ja deutlich kälter ist. Mühler. Ja, brauchen zu Hause. Okay, Nacht ist angenehm. Ich brauche unbedingt die Rohstoffe hier. Rot. Dann wird nach und nach geliefert. Dann kommt alles auf einmal in der großen Kiste hier an. Komm schon, sieh zu. Einmal transferieren, was fehlt noch? Es fehlt wirklich Brot. So, ich bin dann jetzt auch bei 7 Days to Die auf dem Server eingeloggt gewesen. Für 30 Sekunden. Da habe ich mich wieder ausgeloggt. Weil ich das kaputte Teil ja nicht repariert habe, nur dafür gesorgt, dass es nicht mehr stört. Hm. Ich tendiere zu der Aussage, du kannst gerne 7 Days to Die bis kurz vor dem Blutmond spielen, dich ausloggen und ich kümmere mich dann einmal um den Blutmond. Dann hast du nämlich auch die Möglichkeit, ein bisschen was zu machen. Weil den ersten Blutmond wird keiner überleben. Weder die Bude noch sonst irgendwas, weil wenn wir zu fünf da drin sind, dann werden halt 40 Zombies gleichzeitig aktiv gehalten und das... Ich glaube nicht, dass es heute noch dazu kommt, aber danke. Ja, alles gut, ich weiß dann, ich weiß, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn du das irgendwie in den nächsten zwei Tagen hinkriegst, ja. Brot und Rohstoffe hier. Seht zu, dass das Brot hier rankommt. Als Trage, was ist los? Bäckerei, Backebrot, Feuerholz und Mehl. Personal. Scheib. Tiefig. Kann ich mal mitarbeiten. Aber eigentlich brauche ich eher einfach nur Weizen mehr. Das ist eher so ein Ding. Holzverbrauch ist jetzt nicht so dramatisch. Kann ich natürlich trotzdem machen. Schimmelgeschwindigkeit, Tragekapazität, Verarbeitungsgeschwindigkeit,
Lagerkapazität. Möbel. Wir haben jetzt ein paar Schafe, sehr schön. Die nächsten 2 Tage sieht auch schlecht aus. Ich dachte, ich bin vielleicht den nächsten Sonntag dabei, wenn alles gut läuft und wir nicht unterwegs sind. Ja, nächste Woche bin ich halt nicht da. Genau genommen bin ich nur den Samstag da, aber da ich Montag arbeiten muss und erst Mittwoch erfahre, ob ich Montag in Hamburg arbeiten muss, weiß ich noch nicht, wie das aussieht. Aber ich schätze, nächste Woche ist erstmal ziemlich Flaute. Was ist jetzt hier? Transfer? Der Transfer ist abgeschlossen. Na, jetzt haben wir hier Rohstoffe. Die zwar auch erst hierher geholt werden müssen. Und die landet doch irgendwo hier hinten. Ja, hier. Toll. Aber das ist doch nicht alles. Da kann er nur nicht mehr anzeigen. Noch mehr als 8 Items. Also ich meine, der Rest ist ja auch angekommen, von daher ist nur die Frage, ob der Rest dann irgendwo hier drüben angekommen ist. Nee. Hm. Jetzt muss ich erstmal das Wohnzimmer aufräumen für morgen, also ab in den Dirk. Dann viel Spaß dabei. Jedes Mal diesen irrsinnigen Weg zurücklegen. Vier Holz wurden schon geliefert. Hey. Jetzt wird nach und nach alles gebaut. Das ist ja auch schon mal was. Ja, und der Windturm ist schon da. Fertig. Der kann hier definitiv... Oh ja, der kann für Abkühlung sorgen. Auch wenn zugegebenermaßen gerade gar keine benötigt wird. Jetzt haben wir auch Weg der garantierten Ewigkeiten gebraucht, um fertig zu werden. Vor allem sollen ja auch erstmal die Hütten gebaut werden, für die ich mehr Gras brauche. Gras und Tücher. Nee, ich wollte nicht rüber, ich wollte hier Transfer. Lustdorf, und zwar Gras, alles was geht, und Bücher, alles was geht. Das ist ja fürchterlich. Hier das Gebirge. Guck mal, hier kann ich grobe Tücher 60 und, oh, sehr gut. Ich muss ein Gras rüberbringen. Und nur noch ein bisschen praktische Kleidung. Und hochwertige Kleidung. Dürfte auch helfen. Und Eisenwerkzeug.
Vielleicht auch noch ein bisschen Stein, Bretter, Tonwaren. Bisschen Holz aus einer holzarmen Region ist eigentlich ziemlich deppert, aber naja. Wasser ist. Ich nehme lieber Wasser mit hier rüber. Oh, hinzufügen. Also solange hier Herbst ist, geht's hier mit den Temperaturen, aber wir müssen uns echt vor dem nächsten. Vor dem nächsten. Sommer halt in Acht nehmen. Ja, erste Haus ist gebaut. Zweite. Dann geht der Erdkeller jetzt auch mal in Priorität hoch. Erdkeller ist gebaut. Da können sie nämlich alles erstmal einlagern. Ja, Tragekapazität ist wichtig. Okay, und dann müssen wir anfangen. Brunnen ist schon gebaut? Ne, fehlt noch Stein, okay. Dann müssen wir anfangen, hier so einen Bauernhof hinzustellen. Natürlich wird das nur genau klappen, wenn der mittendrin ist. Hier reicht halt vorne und hinten nicht von der Reichweite her. Also kommt er mitten hier ran. Dann bauen wir hier Weizenfelder, Gemüsefelder an. In der Hoffnung, dass die hier wachsen können. Dann sollen sie übers Feld laufen. Sache, die kriegen was zu essen. Den Weg, zumindest, dass sie hier rüberkommen. Hier dann auch nochmal Gartenbeet und. Dann hoffen wir, dass es kühl genug ist für die Pflanzen. Jagdhütte brauche ich dann auf jeden Fall auch noch zur Eindämmung. Wir brauchen so ein Gemeinschaftsdingens hier, Feuerstelle. Pack die mal irgendwo eher weiter an den Rand. Nicht, dass es denen dann zu warm wird. Für den ganzen Feldweg. Dann Gemeindezentrum. Will ich auch irgendwo hier oben mit reinbauen. Vielleicht hier oben. Oh, das würde ja passen. Wenn ich den Weg dann nicht blockiere, das weiß ich nicht so ganz. Das Gemeindehaus hat dann erstmal Prio niedrig, ja. Eine Bordgruppe habe ich schon. Eine Schankstube, das ist wichtig. Ja,
Ein Schrein ist sinnvoll. Das lasse ich erstmal außen vor, aber damit haben sie erstmal genug zu tun. Brauche noch Äste hier. Und jetzt Gemüse einfach schon verarbeitet. Oben steht 0 Gemüse, aber hier steht, wir haben 290 Gemüse auf Lager. Das wird wahrscheinlich einfach das sein, was noch hier hinten ist. Was ich nicht mal sehe, weil wir all den Kram nicht richtig einlagern können. Na gut, sollen sie erstmal bauen, dann wird das schon. Warte mal, wir haben hier irgendeinen Weg versperrt. Man konnte keinen Weg zu im Baukehrplatz finden. Irgendwie, weiß ich nicht. Das ist doch eigentlich so gebaut, dass die hier reinkommen. Ja. Das ist identisch, also das passt schon. Woran mangelt es uns denn zum Beispiel hier? Bretter, Tonwaren, die haben wir aber eigentlich. Äste. Und dann schicken wir nochmal ein bisschen was rüber. Gucken, was habe ich hier, was ich abgeben kann. Blätter. Weiß zwar nicht, ob ich die brauche, aber... Also... Hat er die einfach so rübergehauen? Na gut. Magier, guck mal, da kann ich noch Äste. 100, Holz 100. Bretter 20. Tonwaren 25. Noch mehr Wasser. Milch. Ich in der Wüste, das ist bestimmt eine gute Idee. Und hier. Magier nach Losdorf. Hopp. Und vielleicht auch nochmal Gemüse hier. Wobei angeblich haben wir ja was, von daher. Ein paar Pakete. Du hörst gerade so schnell vor, weil ich eigentlich ganz gern hätte, dass die Wege auch bauen. Im Moment muss ich halt nur darauf abwarten, dass die halt ihre die Aufträge erstmal abarbeiten. Mit dem Windturm haben sie ja prinzipiell schon mal eine Abkühlung. Und hier unten ist eh kühler um den, mit den Wasserplätzen.
frage mich, warum die Wege nicht so richtig bauen. Liegt das daran, dass die alle eine niedrige Prio haben und dann... Das hier bauen sie auch nur sehr, sehr langsam. Ja, der Weg ist halt weit. Leider nicht alle Wegbaustellen, sag ich mal, auswählen und sagen, die sollen alle auf Prio Mittel. Geht leider nicht. Ah. Ui, Rattenplagen gibt's hier und Forellenplagen. Na, Forellplage ist ja nicht, aber Rattenplage. Echt. Hecht ist ziemlich eindeutig. Füchse. Füchse werden weniger. Menschen. Rothirsch. Rothirsch kam erst irgendwann dazu. Schaf auch. Grauwolf. Kam auch irgendwann. Waschbär gibt's nicht. Katze gibt's nicht. Kuh gibt's nicht. Alle Baustellen. Setze die Priorität in dieser Kategorie auf. Diese Kategorie? Da ist noch der Bauernhof zwischen. Ja, aber so ist ja schon mal... So ist ja schon mal gut, wenn die Feldwege dann jetzt auch eine Prio haben. Das geht dann relativ schnell hier von A nach... Also schneller von A nach B kommen. Und jetzt wird's Sommer und damit ist Hitze wieder ein Problem. Jetzt in der Nacht geht's, aber sobald es Tag wird und es ist noch nicht mal richtig Tag und schon wird's warm. Aber selbst hier in der Mitte. Selbst hier in der Mitte noch so einen Windturm bauen? Eieiei. Offenbar ja. Oh, hä? Na, ja, Wüste halt, ne? Ja. Dich erfriert hat nicht überhitzt, tja. Was kann ich gegen überhitzt machen?
Ja, ich hätte gerne eine Übersichtsseite, wo man hier irgendwie navigieren kann. Desert. Bin ich was zu Desert? Nein. Wie hieß das Gebiet hier? Lostorf? Sensitive? Nein. Ah, hier. Hier habe ich eine Übersicht. Environment? Ease. Wenn ich was dazu finden würde, zur Wüste sozusagen. Element Resource Acquisition. Production, Homes. Community, Sales Site. Plants. Vielleicht finde ich darüber was? Nö. Horse Produces, Processes, Soil, Sand. Das hilft mir nicht weiter. Elements. Auch nicht. Places, Alter, Food Grade, ne. Das hilft noch nicht so wirklich weiter. Sie bauen die Wege, guck mal, das ist doch was. Richtig beständig gegenüber Hitze kann man die wohl nicht machen. Hey, oh, der braucht fleißig. Wir holen erstmal einfach nur Rohstoffe her. Ein Kupfer brauche ich hier. Das könnte schwierig werden. Mal hier nochmal.
Oh ja, Gemüse ist gut. 1300 nicht rohes Fleisch, verarbeitetes Fleisch. Ich bringe hier Sachen rüber, dann haben wir sie und haben als, ne? So, Kupferbarren ein für den Schrein. Bretter, Thronwaren. Auf geht's. Kann ich ja vielleicht eher hierher holen. Werkzeug kann ich nicht, aber Eisen. Ich hoffe so ein bisschen, dass die hochwertige Kleidung auch ein bisschen gegen Hitze hilft. Oder zumindest ein bisschen toleranter gegenüber macht. Stichangriff, Schlagangriff, Resistenz. Ja, tut sie. Etwas höhere Hitze- und Kälteresistenz, da siehst du. Dann ist ja gut. Warum hat sie gerade... Isabel ist gestorben aufgrund von Hitze. Hunger, leicht, Durst, okay, Energie, schläfrig. Erste Person gestorben. Boah, was kann ich denn dagegen machen, als so Windtürme zu bauen hier? Richtig viele Optionen dafür habe ich ja nicht. Ich kann nicht den ganzen Weg hier voll pflastern mit Windtürmen. Vor allem, weil die auch ständig Wasser verbrauchen. Jetzt auch nicht die Mega-Reichweite haben. Die müssen ja auch alle voll mit Leuten dann sein. Also auch das hilft nicht unbedingt. Bitte. Ist ja so ein... Ich hab grad mal eine Idee. Kann ich vielleicht einmal die Leute hier... Sind das so viele? Erst ein Gemeindezentrum.
um die Leute zurückzuschicken. Ich hätte gedacht, ich kann die einfach mal austauschen. Ja, warte, dann baue ich mal eben das Gemeindezentrum mit Prio hoch. Und spezifisch eine Arbeitskraft. Okay, Lebenspunkte steigen wieder, aber es ist halt auch schon viel zu. Ja. Und die hat schon hochwertige Kleidung. Muss die Leute austauschen. Okay, sie bringen immerhin gerade eine Menge Rohstoffe ran. Das ist gut. Ich habe auch genug dafür. Einmal erholen. Vielleicht kann ich die Arbeitszeit ja noch reduzieren. Ah, nee, kann ich im Moment auch noch nicht. Kid friendly, have 50 baby. Ja, toll. Okay, dann wird es aber auch nicht unbedingt besser gehen hier. Geht's denn allen im Moment so? Ja. Lebenspunkte sind jetzt bei allen nicht besonders gut. Och doch, Buddy fühlt sich wohl. Aber dann sollte ich zumindest hier ein paar wieder zurückschicken, die hier niedrige Lebenspunkte haben. Dringend. Dann baut das Gebäude hier. Ja. Und hier. Oje. Komm, baut die. Baut das Gemeindezentrum. Ja. So. Kirara. Alle, die jetzt noch können. Kirara, Uli, Karin. Oh, Buddy auch. Oh, ich schicke alle rüber. Ich muss die alle austauschen. Austauschen im Sinne von halt gegen neue Leute. Ah, ja, auswählen. Alle. Erledigt Pendenzen. Leute, seht zu, dass ihr hier wegkommt. Wenn ich jemanden ranhole, das wird sicherlich auch nicht besser. Kann die Arbeitszeit auf jeden Fall reduzieren. Dass sie vielleicht etwas mehr Zeit haben, sich quasi zu erholen. Besserung erforderlich. So, wer hängt hier noch rum? Arin. Ist hier mit drin. Jung nicht.
Magier. Sie will ich nach Eintrag löschen? Ah. Und als Frage werde ich jetzt vermutlich erstmal Überbevölkerung haben. Ja. Have 100 people on the same map. Ja, dann bauen wir mal. Vielleicht erstmal eine große Hütte. Warum können die nicht hier loslegen? Muss ich dir nochmal den Job quasi kündigen? Folge dem Ziel. Du hast erstmal nichts an Arbeit. Du hast auch nichts an Arbeit. Hier, die ist schon tot. Das ist Georg. 0 Jahre alt. Graue Haare, stabil unterwegs. Respekt. Du selbstständig mit 0. Was? Georg sucht Nahrung. Nein, Georg. Die existieren nicht mehr auf dieser Karte. Ah, keine mehr da. Alles klar. Gut. Keine Menschenseele mehr hier. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal was aufgebaut. Und beim nächsten Mal kann ich dann normal versuchen mit neuen Leuten, mit frischen Leuten, die dann noch nicht die Überhitzung haben, wieder hier hinzukommen. Weil Kupfer brauche ich halt. Das hilft alles nichts. Aber ich muss es irgendwie möglich machen, dass sie da auch leben können. Vielleicht muss ich komplett auf Nahrung von extern quasi mich spezialisieren. Und mich da hauptsächlich um Kühlung, die Gemeinschaft und Kupfer konzentrieren. Und alles andere kommt dann von draußen, also quasi von hier. Das heißt, hier muss ich dann aber auch auf jeden Fall noch die Produktion von so ziemlich allem einfach steigern. Ein Schaf haben wir jetzt schon mal mehr, das heißt mehr Wolle kriegen wir. Können wir mehr grobe Tücher herstellen, von denen wir auch definitiv mehr brauchen, weil ich handle die ja ständig aus. Und so. Gut, würde ich sagen, können wir beim nächsten Mal einen Angriff nehmen. Sofern ich mich noch dran erinnere. Diesen kann ich mir hier nicht hinterlassen. Hilfe und Tipps. Karte. Karteneinfluss. Jede Karte kann unterschiedliche Jahreszeiten und Wetterbedingungen haben. Ach. Ja, Umwelt. Hitze. Menschen und Tiere brauchen mehr Energie, um ihre Körpertemperatur zu halten, wenn es kalt ist, und mehr Wasser, wenn es heiß ist. Pflanzen brauchen bestimmte Temperaturen. Ja. Ach. Karteneditor. Also ich speichere hier mal.
Wir speichern. Im 06102024. 24. 42. Ob ich das ja noch miterleben werde. Wann haben wir eigentlich angefangen? Am 18.08. Vor 2 Monaten. Naja, anderthalb. Hier ist der Editor. Speichern, ja. Achso. Das muss man schon vorher machen, ne? Streamlit? Was ist denn Streamlit? Ah. Schlüssel. Bringen. Muss man da auch noch drehen? Ja. Okay. Lake. Lake Flat. Ah, dann. Ende den Editor mal lieber. Nein, ich möchte nicht speichern, ich möchte nur schließen. Ach ja. Was ist das denn übrigens? Ja, ach du Scheiße. Oh je. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss noch meinen Streamplan machen, ne? Mach hier schon mal eben wieder die Musik an. Streamplan. Ich bin Mittwoch und Donnerstag am Arbeiten. Was mich aber eigentlich nicht hindern sollte. Buddy, wie schaut's bei dir aus mit Abiotikfaktor die Woche? Wann hast du Zeit? Hier ist schon wieder so spät geworden. Ich bin so froh, dass ich im Moment noch frei hab, einigermaßen. Noch. Bin mal echt gespannt, wie anstrengend es dann wird, wenn der Techniker richtig losgeht. Buddy, du kennst doch das Spielchen schon. Ja, außer morgen. Ach so. Ja, dann lass ich doch wieder Dienstag stehen für Abiotikfaktor. Ordi, Freitag, Dungeons 4. Samstag Stoneheart kommt halt einmal raus. Und 7 Days kommt leider auch erstmal raus. Abends auf Life and Land. Wäre nichts dazwischen. So 90%, okay. Montag kein Stream, Dienstag Abiotikfaktor, Mittwoch Diplomacy is not an option, Donnerstag kein Stream, Freitag Dungeons 4, Samstag kein Stream, Sonntag eventuell dann wieder auf Life and Land. So sehe mein Plan erstmal aus.
Lass mal Änderungen vorbehalten und so. So. Okay. Ja. Beat Saber habe ich diese Woche auch komplett ausgelassen. Da hatte ich das gerade erst wieder schön angefangen. Beat Saber einbauen. Vielleicht spontan, aber erstmal nicht fest. Gut, dann habe ich den Streamplan auch für die Woche fertig. Ist im Discord. Und alles weitere sehen wir dann spätestens Dienstag. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Kommt gut in die neue Woche. Und bis dahin, tüdelü. Yay. Diesen Soundtrack habe ich zuletzt wieder bei Life in the Woods von Gronkh gehört. Der ist einfach super. Richtig schön, gerade wenn man dann irgendwo in der weiten Natur ist und einfach nur staunt über die Gegend, die Minecraft da so hinkriegt.